Schönheit, die. Substantiv feminin. Von einem Aussehen, das so anziehend auf jemanden wirkt, dass es als wohlgefällig bewundernswert empfunden wird. In seiner Art besonders reizvoll, ansprechend, sehr angenehm oder wohltuend, auf das Auge oder Ohr wirkend. Von einer Art, die jemandem sehr gut gefällt, die jemandes Geschmack entspricht. In einer Weise verlaufend, die angenehme Gefühle auslöst. Was der Verstand für Schmach hält, ist im Herzen Schönheit. Ist denn in Sodom Schönheit? Ist denn in Sodom Schönheit? Glaube mir, für die übergroße Zahl der Menschen ist sie sogar gerade in Sodom. Wusstest du um dieses Geheimnis? Schrecklich ist, dass Schönheit nicht nur etwas Furchtbares, sondern etwas Geheimnisvolles ist. Darin ringen der Teufel und Gott und der Kampfplatz ist das Menschenherz. Es kann leichter von der Schönheit gesagt werden, was sie nicht ist, als was sie ist. Und es verhält sich einigermaßen mit der Schönheit und ihrem Gegenteil, wie mit Gesundheit und Krankheit. Das eine fühlen wir und das andere nicht. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Du bist schön wie keine andere. Dich zu lieben macht mich glücklich. Schlank wie eine Dattelpalme ist dein Wuchs. Und deine Brüste gleichen ihren vollen Rispen. Auf die Palme möchte ich steigen. Ihre reifen Früchte pflücken. Will mich freuen an deinen Brüsten. Welche reifen Trauben gleichen. Deinen Atem will ich trinken, der wie frische Äpfel duftet. Mich an deinem Mund berauschen, denn er schmeckt wie edler Wein. Es wird etwas betont, das als relativ selten gilt. Schönheit ist ein Auszeichnungsmerkmal. Etwas, das alle erfüllen, wird niemals schön genannt. In einer überwiegend dunkelhaarigen Bevölkerung kann Blondheit dann eine Auszeichnung sein. Das Forever Young ist das Privileg der griechischen Götter. Und wenn man nicht das Privileg der Götter hat, immer wie 23 auszusehen, dann ist es gut, früh zu sterben. Auf der Höhe der Schönheit. Nur so kann das Schönheitsidol weiterleben. In der modernen Literatur sind zwei Gestalten des 19. Jahrhunderts im Hinblick auf Schönheit und Tod besonders interessant. Das ist einmal das Geschöpf von Frankenstein. Das Monster wird nur zum Mörder, weil es aufgrund seines Aussehens von niemandem akzeptiert oder gar geliebt wird. Auch das zunächst wohlmeinendste Wesen hat in unserer Welt keine Lebenschance, wenn es zu sehr von Aussehensidealen abweicht. Das andere Extrem findet sich Ende des 19. Jahrhunderts in Dorian Gray. Er wird zum Mörder, weil er so schön ist. Weil seine Schönheit ihm Nachsicht für schlimmstes Verhalten verschafft. Wenn Sie beide Figuren zusammenlesen, haben Sie die beiden Pole einer Fatalität der Schönheit. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Nur die schönen Vögel sperrt man in Käfige. Das Weib, das Züge und Gestalt, der Schönheit Weihe tragen, darf herzlos, lieblos sein und kalt. Es wird Trub keiner klagen. Die Schönheit wiegt in Trug sie ein. Daher die vielen Zecher, die blöde schlürfen sauren Wein, wenn golden nur der Becher. Es ist sonderbar. Es ist sonderbar. Wo etwas schön ist, fällt man gleich darüber her. Wo etwas schön ist, fällt man gleich darüber her. Es zu Ende zu bringen, zu zerstören. Es zu Ende zu bringen, zu zerstören, zu fälschen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ein treues Herz verdient diesen Blick. Und wenn er weichen wollte, sieht's ihn an. Auch diesem Gold ist, mit Geschmack und Wahl, der Blumenschmelz metallisch aufgebrämt.
Und dreh dich nicht schön umgeben auf? Das einfach Schöne soll der Kenner schätzen. Verziert es aber, spricht der Menge zu. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist einer der wesentlichen Nachteile, die übergroße Schönheit einem Mädchen bringt. Nur die erfahrenen, skrupellosen, zynischen Verführer fühlen sich der Herausforderung gewachsen. Und damit kommt immer den denkbar unwürdigsten der Schatz ihrer Unschuld zu. Und das ist dann die erste Stufe ihres Niedergangs. Ein junges Mädchen, das keine Schönheit hat, ist unglücklich. Es hat keine Chance, geliebt zu werden. Niemand macht sich über solches Mädchen lustig. Aber es ist gleichsam durchsichtig. Kein Blick folgt ihr. Während extreme Schönheit eine geradezu übernatürliche Wirkung erzeugt und unausweichlich in ein tragisches Schicksal mündet. Gesichtszüge, welche die Geheimnisse einer Seele enthüllen, verleihen einem Gesicht Schönheit und Anmut, selbst wenn die seelischen Geheimnisse schmerzlich und leidvoll sind. Gesichter hingegen, die Masken gleich verschweigen, was in ihrem Inneren vorgeht, entbehren jeglicher Schönheit, selbst wenn die äußere Form vollkommen symmetrisch und harmonisch sind. Die Schönheit aber sollte man beim Heiraten eher fliehen als suchen. Die Schönheit wird bald vom Besitz abgenutzt. Im Verlauf von 6 Wochen ist sie für den Besitzer nichts mehr wert. Ihre Gefährlichkeit aber dauert so lange wie sie selbst. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Schönheit kommt von innen. Zufriedene Menschen sind schön. Ich bin sehr zufrieden. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben. Wird für keinen Dienst auf Erden taugen. Und doch wird er vor dem Tode beben. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen. Zu genügen einem solchen Triebe. Wen der Pfeil des Schönen je getroffen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Ach, wie ein Quell möcht er versiechen, jedem Hauch der Luft sein Gift entsaugen und den Tod aus jeder Blume riechen. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ach, er möchte wie ein Quell versiechen. Aber Leute, deren hauptsächliche Eigenschaft es ist, schön zu sein, sind doch eigentlich viel besser dran als andere, deren hauptsächliche Eigenschaft es ist, begabt zu sein. Wenn man nämlich schön ist, so ist man das doch immer. Während die Begabten mindestens 9/10 ihrer Existenz ohne jegliche Spur von Talent verbringen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Schönheit ist eigentlich nie traurig. Sie tut nur weh. Dieses innere Schöne ist das Schöne, welches mit Verzicht auf das gewohnte Schöne aus befehlender innerer Notwendigkeit angewendet wird. Dem nicht daran Gewöhnten erscheint natürlich dieses innere Schöne hässlich, da der Mensch im Allgemeinen zu Äußerem neigt und nicht gerne die innere Notwendigkeit erkennt. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wisst, mich betrübt die Schönheit, die ihr preist. Ich schaue bitteres Menschenleid sprießen auf diesem Stern. Wie soll mein Geist dann seine hehre Schönheit rein genießen? Wisst, mich betrübt die Schönheit, die ihr preist. Denn durch des Wohllauts kunstgeformter Schöne klingt mir der Wehlaut, der mein Herz zerreißt, der Daseinsqual naturgewaltger Töne. Ebenso relativ wie hell und dunkel ist die Schönheit. So gibt es keine schöne Frau, überhaupt keine. Weil man nie sicher ist, ob nicht eine noch viel schönere auftritt, die die vermeintliche Schönheit der Ersten ganz zu Schanden macht.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn noch so viel Schönheit im Auge des Betrachters liegt, es nützt nicht immer dem Objekt.